Mama, guck mal, Zuckerwatte. Lass uns das gleich machen, Schatz. Ich möchte erstmal nach den Röcken schauen, ja? Okay? Hallo, bist du die Nele? Dann komm mal mit, ich möchte dir was Schönes zeigen. Was machen Sie da? Lassen Sie mein Kind los! Freust du dich gar nicht, mich zu sehen? Du brauchst doch keine Angst haben vor mir. Du kannst dich nicht verstecken, ich finde euch überall! Du musst jetzt ganz leise sein. Wir verstecken uns ein bisschen, ja? Okay, wir können los. Dann los. Ich dreh durch. Der Richter hat mir versprochen, dass er nicht so schnell aus der Psychiatrie wieder rauskommt. Was ist denn, wenn er mir oder noch schlimmer Nele was antut? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. So. Komm, geh ein bisschen was spielen. Super. Oh Gott, dein Fenster ist auf. Oh Gott, hier zu. Spiel noch ein bisschen, Schatz, okay? Ich komm gleich. Ja, Mama. Gott. Oh, Fabian! Scheiß Tür nicht auf! Gott sei Dank bist du da. Komm rein. Was ist denn los? Abschließen, geh rein, geh rein. Fabian, Armin ist wieder da, mein Ex. Der ist uns eben auf dem Markt aufgelauert, mir und Nele. Und oh Gott, Gott sei Dank sind wir noch entkommen. Er hat mir gesagt, dass er uns überall finden wird. Ich dachte, die hätten den für Jahre weggesperrt. Oh Gott, das habe ich auch gedacht. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss meine Sachen nehmen und gehen. Alles andere hilft nicht. Ich muss weg. Jetzt beruhig dich doch erstmal. Es gibt bestimmt andere Möglichkeiten. Außerdem beschütze ich dich doch. Fabian. Ich rufe jetzt erstmal unsere Anwältin an, okay? Du kennst diesen Mann nicht. Dieser Mann ist unberechenbar und zu allem fähig. Rechtsanwältin Brigida Braun hat nach Fabian Rehbergs besorgtem Anruf sofort ihre Hilfe zugesagt. Zwei Stunden später sucht sie ihren Mandanten und dessen Lebensgefährtin Tina Meissner zu Hause auf. Frau Meissner, ich grüße Sie. Braun ist mein Name. Ich bin Rechtsanwältin. Ihr Lebensgefährte war so nett, hat mich angerufen, hat mich um Unterstützung und Hilfe für Sie gebeten. Was kann ich für Sie tun? Um ehrlich zu sein, glaube ich gar nicht, dass Sie mir helfen können. Immer langsam. Also Herr Rehberg erzählte mir, dass heute etwas vorgefallen ist auf dem Markt. Also Sie fühlen sich massiv von Ihrem Ex-Mann bedroht. Was ist konkret geschehen? Schauen Sie. Ja. Das ist Nele, ist meine Tochter. Ach Gott, wie süß. Was hat's damit auf sich? Erzählen Sie mal. Naja. Ich bin auf dem Markt gewesen mit meiner Tochter und da ist uns Armin aufgelauert. Armin ist mein geschiedener Ehemann. Genau. Okay. Und naja, der hat uns auch die ganze Zeit verfolgt. Gott sei Dank konnten wir dann auch fliehen. Und dann hat er mir aber noch angedroht, dass er mich überall finden wird. Er hat sie bedroht mit einem Wort. Ja. Ja, aber haben solche Situationen, Frau Meissner, schon öfter stattgefunden? Hat er Ihnen öfter schon Angst gemacht? Naja. Er war schon immer gewalttätig zu mir. Als dann unsere Tochter zur Welt kam, ist es eskaliert, dass ich ins Frauenhaus geflohen bin. Und als ich ihm dann sagte, dass ich nicht wieder zurück nach Hause komme, ja, ist er mir auch dort aufgelauert, hat auf mich eingeprügelt. Und die Verletzungen waren halt so schwer, dass ich mehrere Tage auf der Intensivstation lag. Oh Gott, das tut mir leid. Wie haben Sie darauf reagiert? Ich habe ihn natürlich sofort angezeigt, habe mich scheiden lassen. Richtig.
Naja, und aufgrund dessen wurde er auch als psychisch kranker Gewalttäter in die Psychiatrie eingesperrt. Ja. Ich wundere es auch, dass er wieder draußen ist. Normalerweise hätte er doch viel länger da drin bleiben müssen. Ich glaube nicht, er kann nur entflohen sein. Ja, davon gehe ich auch aus. Also 5 Jahre sind nur wirklich zu wenig. Frau Meisner, ich werde sofort tätig. Sollte er tatsächlich aus der Psychiatrie ausgebrochen sein, dann läuft garantiert schon eine Fahndung. Ich werde die Polizei kontaktieren. Ich werde fragen, ob eine Fahndung ausgelöst wurde. Und dann sind wir auf jeden Fall schlauer, ja? Frau Braun, dieser Mann muss hinter Gittern. Ich weiß. Ich werde alles dran setzen, dass es genau so passiert. Okay? Haben Sie Vertrauen. Solange Armin noch frei rumläuft, kann ich kaum atmen vor Angst. Ich war so doof, dass ich mich auf ihn damals eingelassen habe. Ich muss Nele vor ihm beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass er sie niemals wieder zu Gesicht bekommt. Bei ihrer Recherche erfährt Brigida Braun Überraschendes. Armin Zenker ist nicht aus der Psychiatrie ausgebrochen. Er wurde auf Bewährung entlassen. Für die Anwältin ein Rätsel. Aufklärung erhofft sie sich am nächsten Abend von Armins Bewährungshelfer Thorsten Schmidt. Es ist leider richtig, Herr Zenker hat vor 5 Jahren seine Frau schwer verletzt. Oh mein Gott. Weshalb sie auch auf der Intensivstation für einige Tage verbleiben musste. Und das ist Frau Meisner? Das ist Frau Meisner. Man kann sie doch gar nicht wiedererkennen. Nein, es ist grauenvoll. Er ist angeklagt worden wegen gefährlicher Körperverletzung. Oh, ja, man sieht es hier ganz deutlich. Während des Prozesses ist jedoch festgestellt worden, dass er eine schwere psychische Störung hat. Weswegen er wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen werden musste. Natürlich. Jedoch in eine forensische Klinik eingewiesen wurde. Weil eine besondere Gefährlichkeit festgestellt wurde. Genau. So. Und das ist doch der Punkt. Ich meine, wenn die besondere Gefährlichkeit festgestellt wurde, dann verstehe ich nicht, warum dieser Mann nicht mehr in der Klinik ist. Frau Braun, es gibt ein neues Gutachten. Was? Dieses Gutachten sagt, dass er geheilt entlassen werden konnte. Er ist keine Gefahr mehr für sich und für andere auch nicht. Also Herr Schmidt, ganz unter uns beiden, an solche spontanen Heilungen, insbesondere auf dieser Basis, glaube ich persönlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich werde mich an die Strafvollstreckungskammer wenden, an die Staatsanwaltschaft. Als Opferanwältin werde ich auch Akteneinsicht nehmen können. Insbesondere das Gutachten interessiert mich, denn das werde ich dann sehr gerne mit einem unabhängigen Facharzt diskutieren. Ja. Gut, aber das ist meine Hausaufgabe gewissermaßen. Herr Schmidt, was mich interessiert, Sie hatten ja die Chance, Herrn Zenker ja persönlich kennenzulernen. Mhm. Welchen Eindruck haben Sie von dem Mann? Oh, ich habe einen guten Eindruck von Herrn Zenker. Er war ruhig, er war sehr freundlich, war ganz gelassen und freut sich vor allen Dingen, seine Tochter endlich wiedersehen zu können. Okay. Und im Übrigen hat sich das Jugendamt bei mir gemeldet. Aha. Ja, er bat dort um Hilfe bei der Durchsetzung des Umgangsrechts mit seinem Kind. Und ich konnte dem Jugendamt nichts anderes sagen als Ihnen jetzt. Es liegt nichts gegen Herrn Zenker vor. Ihr Wort in Gottes Ohr. Und ich wünsche Ihnen und insbesondere Herrn Zenker, dass sich Ihre Einschätzung bewahrheitet. Ich persönlich habe meine Zweifel. Aber Ihr Essen wird kalt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Informationen. Sehr gerne, Frau Braun. Alles Gute für Sie, Frau Braun. Vielen Dank. Okay. Wiedersehen. Tschüss. Tina Meisner lebt derweil noch immer in Panik vor ihrem Ex-Mann. Um nicht alleine zu Hause bleiben zu müssen, begleitet die 29-Jährige ihren Freund Fabian Rehberg am nächsten Morgen sogar zur Arbeit. Ist dir wirklich sicher, dass du mit in die Spedition willst? Das war bei der Kälte echt kein Spaß. Und zu Hause bist du ja sicher. Ja, ich brauche einfach eine Ablenkung. Zumindest bis ich Nele vom Kindergarten holen muss. Wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich bei jedem Geräusch denken, Armin kommt, Armin ist schon da oder wie auch immer. Das würde mich bekloppt machen. Ich habe gar keine innere Ruhe mehr. Nein, ich werde auf dich aufpassen. Hey, Tina! Schatz, das ist Armin. Oh Gott, das ist er. Verschwinde oder ich rufe die Polizei. Jetzt bekomme ich aber Angst. Aber jetzt Spaß beiseite. Schön, dass ich euch antreffe. Ich wollte mit Tina reden. Ach, um Gottes Willen. Sie will aber nicht mit dir reden. Wieso? Darf ich nicht mal die Mutter meines Kindes besuchen gehen? Ich will nur mit dir reden, Tina. Nein. Ist klar. Schade, schade, schade. Es war so schwierig, euch zu finden. Tina, ich habe mich echt geändert. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Ach, Blödsinn. Aber wir werden uns ja öfter sehen. Ich wohne jetzt in der Pension hier vorne. Schatz! Wage es nicht, uns zu nahe zu kommen, ich sag's dir. Das ist mein Kind. Ich habe ein Recht, es zu sehen. Jetzt pass mal gut auf. Du hältst dich von uns fern, sonst gibt's richtig Ärger, okay? Lass uns gehen, bitte.
Ein erneuter Schock für das Paar. Armin Zenker hat es scheinbar wirklich auf sie abgesehen. Tina Meißner alarmiert nach der bedrohlichen Begegnung mit ihrem Ex sofort ihre Anwältin. Frau Meißner, ich grüße Sie. Da bin ich ja. Wie geht es Ihnen denn eigentlich? Seit dem letzten Vorfall, um ehrlich zu sein, total schlecht. Ja, das verstehe ich total. Frau Meißner, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Also fest steht, er ist nicht ausgebrochen aus der forensischen Psychiatrie. Mitnichten. Er ist entlassen worden. Es gibt ein neues Gutachten, das ihn zu einem geheilten Mann erklärt. Und deswegen musste er in aller Form entlassen werden. Armin wird sich niemals ändern, Frau Braun. Der ist total krank. Der hat sich extra eine Pension in der Nachbarschaft eingemietet, nur um in unserer Nähe zu sein. Irgendwer muss mir den doch vom Hals halten. Frau Meißner, ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie. Ich kenne Ihre Akten. Ich weiß, was passiert ist. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Tatsache, dass er Ihnen Angst macht, die ist zwar schrecklich, aber die ist leider nicht strafbar. Und deswegen kann ich auch nichts dagegen unternehmen, dass er in Ihrer Nähe wohnt. Also muss ich jetzt erst wieder zusammengeschlagen werden, damit man irgendwas gegen diesen Psychopathen unternimmt, oder? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also es gibt eine Möglichkeit für mich. Ich werde zu Gericht gehen. Ich werde beantragen, dass man ein Annäherungs- und Kontaktverbot gegen diesen Mann ausspricht, ja? Und ich bin mir auch sicher, dass das Gericht dem auch zustimmen wird. Ja, aber was ist denn mit Nele? Also ich meine, er hat mir gesagt, dass er sie sehen will, aber ich habe Angst. Ich habe doch das alleinige Sorgerecht. Ach, Frau Meißner, genau hier stoßen wir an unsere Grenzen. Diese Frage habe ich schon erwartet und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also genau da sind mir die Hände gebunden. Er darf echt Nele sehen? Frau Meißner, er ist zwar ein Gewaltverbrecher, aber seine Gewalt hat sich gegen Sie gewandt, nie gegen das Kind. Das ist das Erste. Zum Zweiten, er ist der leibliche Vater des Kindes. Er hat ein gesetzlich verbrieftes Recht, als Kindesvater Umgang mit seinem Kind zu haben. Verstehen Sie? Da können wir gar nichts dagegen unternehmen. Gar nichts. Das Einzige, was machbar ist, ist Folgendes. Ich werde mit dem Jugendamt Kontakt aufnehmen. Ich werde natürlich die Hintergründe beleuchten. Und ich werde darum bitten, dass das Umgangsrecht so ausgestaltet wird, dass Sie keine Angst um Ihr Kind haben müssen. Also beispielsweise, dass der Umgang zumindest in der ersten Zeit nur begleitet stattfindet. Ja? Ich werde trotz alledem ein persönliches Gespräch mit Ihrem Ex-Mann führen wollen. Ja? Ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte so ein Gefühl für ihn bekommen. Ich möchte einfach wissen, wie er tickt. Und vielleicht kriege ich ihn tatsächlich dazu, dass er freiwillig davon Abstand nimmt, Kontakt zu Ihnen und zum Kind aufzunehmen. Das wird er niemals machen. Er hat mir ausdrücklich gesagt, dass er Nele sehen will. Naja, aber wenn es so ist, Frau Meißner, dann müssen wir einfach das Beste daraus machen. Ich bin immer an Ihrer Seite, ich unterstütze Sie und ich werde auf Sie aufpassen. Am nächsten Tag sucht die Rechtsanwältin Armin Zenker in seiner Übergangsbleibe auf. Brigida Braun will unbedingt selbst sehen, ob sich der verurteilte Schläger vom Saulus zum Paulus gewandelt hat. Tinas Anwältin? Ich möchte ihr doch nichts Böses. Das glaube ich Ihnen gerne, Herr Zenker. Nur ist es wirklich so, dass meine Mandantin die letzten Begegnungen mit Ihnen, insbesondere die Begegnung auf dem Markt, wo sie mit ihrer kleinen Tochter unterwegs war, sie empfand das als extrem bedrohlich. Nein, ich wollte nicht bedrohen. Ich wollte nur meine Tochter sehen. Und ja, Sie haben recht, ich war in der Vergangenheit nicht wirklich nett zu ihr. Aber das ist schon Jahre her. Oh, Herr Zenker, nicht nett. Haben Sie vergessen, wie Sie Ihre Frau jahrelang blau und grün geprügelt haben? Und zuletzt so sehr, dass sie als Mensch nicht mehr zu erkennen war. Die war fast totgeschlagen. Die war auf einer Intensivstation. Nicht nett ist wirklich untertrieben. Ja, ich habe damals viele Dinge getan mit Tina und es tut mir auch aufrichtig leid. Ja. Nur ich bin jetzt geläutert und ich habe eine Therapie gemacht und ich bin jetzt seelisch stabil und das belegt auch ein Gutachten. Und ich will einfach in Zukunft nur meine Tochter sehen. Mehr habe ich auch nicht vor. Tja, also Sie müssen mir verzeihen, aber ich bleibe natürlich skeptisch angesichts dieser Vorgeschichte. Ich bin natürlich kein Mediziner. Ich kann das jetzt nicht wirklich bewerten, ob Sie nun wirklich gesund sind oder nicht. Ja? Natürlich kenne ich die Gutachten und deren Inhalt. Nichtsdestotrotz, Herr Zenker, Sie bewegen sich auf einem ganz, ganz dünnen Eis. Das wollte ich Ihnen mitteilen. Ich habe in der Zwischenzeit, weil sich meine Mandantin bedroht fühlt, ein Annäherungs- und Kontaktverbot beantragt. Das wird in den nächsten Tagen erlassen.
Und deswegen bitte ich Sie ganz herzlich im eigenen Interesse, bitte unterlassen Sie jegliche Kontaktaufnahme zu Ihrer Ex-Frau und jede Annäherung. Na, ich möchte ja nichts von meiner Ex-Frau. Ich möchte einfach nur für meine Tochter da sein. Ich bin auch der Vater. Genau das ist ein Problem, denn meine Mandantin empfindet da erhebliche Bedenken, was ihren Kontakt zur Tochter anbelangt. Muss ich jetzt vor Gericht gehen, um meine Tochter zu sehen? Also grundsätzlich steht es Ihnen natürlich frei, zu Gericht zu gehen, aber Sie müssen das nicht. Ich habe natürlich diese Sachlage auch mit dem Jugendamt diskutiert. Und wir sind natürlich alle einhellig der Meinung, Sie sind der leibliche Vater. Als leibliche Vater haben Sie selbstverständlich auch Ihre Vaterrechte. Nichtsdestotrotz, Herr Zenker, Sie haben jeglichen Vertrauensvorschuss durch die Vergangenheit verspielt. Deswegen schlage ich vor, einfach um das Vertrauen wieder aufzubauen, dass die nächsten Treffen mit Ihrem Kind der Umgang nur noch kontrolliert und behütet stattfindet von Seiten des Jugendamtes, also begleitet wird. Und auf diese Weise können Sie wirklich beweisen, dass Sie in Ordnung sind und dass von Ihnen keine Gefahr ausgeht. Wäre das eine Maßnahme? Na, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Dann werde ich dir natürlich zustimmen. Das wäre sehr, sehr vernünftig und mit Sicherheit allen Parteien dienlich. Ja? Hallo. Ach, guten Tag. Hey, Schatz, grüß dich. Ja, das ist Ines, meine Freundin. Ach, wie nett. Ja, gut. Ich denke, wir haben alles besprochen. Gut. Sagen Sie, Tina, ich möchte ihr wirklich nur alles Gute und vor allen Dingen nichts Böses. Das ist mir ganz wichtig, dass Sie Ihnen das sagen. Ich richte das gerne aus. Gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich kann noch hoffen, dass Herr Zenker das wirklich ernst meint. An seiner Stelle wäre ich sehr, sehr vorsichtig, denn ein falsches Wort, eine falsche Handlung und er wird seine kleine Nele so schnell nicht wiedersehen. Dafür würde ich dann Sorge tragen. Eine Woche später kommt es zum ersten offiziellen Treffen von Nele und ihrem Vater. Trotz eigener Skepsis versucht Anwältin Braun, ihre besorgte Mandantin Tina Meißner zu beruhigen. Immerhin darf Armin Zenker seine Tochter nicht alleine sehen, sondern unter Aufsicht von Jugendamtmitarbeiterin Cornelia Schulz. Wo ist denn die kleine Maus? Ui, da poltert was runter. Ui, ui, ui. Da ist sie. Hallo. Komm her, Schatz. Hallo, Nele. Hallo. Grüße dich. Ich bin die Frau Schulz vom Jugendamt und wir sind ja heute hier, damit du deinen Papa kennenlernst. Dann habe ich dir mitgebracht. Guck mal. Hallo. Hallo. Geht's dir gut? Schön, dich zu sehen. Wollen wir gleich noch unter Spielen gehen? Hast du Lust? Genau, da wollen wir doch gleich mal los, wa? Kommst du mit, Maus? Kannst du vielleicht mit ihm noch eine Minute reden? Ja. Nele, gehst du noch mal ganz kurz zum Vorbau? Komm du mal zu mir. Also wollen wir mal gucken. Diese ganze Situation ist so unerträglich für mich. Ich will einfach dabei sein. Sonst muss ich das Ganze hier abbrechen. Ich schaff das nicht. Frau Meißner, ich kann Ihre Angst schon verstehen. Aber das bringt jetzt alles nichts. Das ist wichtig für die beiden, damit die sich kennenlernen. Sicherlich hat Ihnen auch Frau Rechtsanwältin Braun gesagt, was das für Konsequenzen für Sie haben wird, wenn Sie sich querstellen. Da wird nämlich dann das Familiengericht entscheiden, wie es weitergeht mit dem Umgang mit Herrn Zenker und der Kleinen. Und auf mich macht das auch keinen guten Eindruck. Ich muss dazu einen Bericht schreiben und es wird sich sicherlich dann auch negativ für Sie auswirken. Also seien Sie vernünftig. Ich bin ja dabei. Es wird nichts passieren. Ist niemals was alleine. Denn? Zu keiner Zeit. Übernehmen Sie mal ganz kurz. Komm her, Schatz. Ja, Frau Scholz, habe ich das gerade richtig gehört? Freust du dich? Haben Sie meine Mandantin gedroht? Nee, natürlich nicht. Frau also Drohung auf gar keinen Fall. Sie. Ich meine, Sie kennen die Hintergründe. Sie wissen, was für ein Problem meine Mandantin mit ihrem Ex-Mann hatte. Er war gewalttätig. Sie hat schlicht und ergreifend Angst um ihr Kind. Ja. Sicherlich, aber jeder hat eine zweite Chance auch verdient. Wollen wir ihn einfach mal die Chance lassen? Sie hat sehr gelitten. Sie wissen es ja. Ich weiß. Okay. Also, gut. Wir werden sehen. Alles klar. Ja, so, jetzt aber. Bühne frei. Okay. Komm mit, Mausi. Mach dir keine Sorgen. Ich passe gut auf die Kleine auf. Versprochen. Na los, ab zum Spielen. Frauen können nicht was dagegen machen. Ich hab so Angst. Los! Diese eine Stunde müssen wir hier ausharren. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich bin bei Ihnen, okay? Ich habe dir was Schönes mitgebracht. Guck mal, so ein Baubau. Ah, ist das süß! Ich bin schneller wie du. Du hast keine Chance. Na, warte, du hast keine Chance. Glauben Sie mir, Frau Braun, ich kenne diesen Menschen. Der ist immer noch so krank, wie er war. Es ist auch egal, was die Ärzte sagen. Da stimmt irgendwas nicht. Jetzt bist du gerade. Hey! Du triffst mich nicht. Doch. Du triffst mich nicht.
Was Nele anbelangt, so bleibe ich mit Frau Schulz selbstverständlich in engem Kontakt und werde alles dran setzen, dass auch die nächsten Umgangstermine nur begleitet stattfinden. So ist auch das Kind geschützt. Und glauben Sie mir, ich behalte diesen Mann im Fokus. Die Stunde im Kinderparadies ist für Tina Meißner der reinste Horror. Für sie ist klar, dass Armin allen nur etwas vorspielt. Ist alles gut gegangen? Hallo, mein Schatz. Du hast so viele Stofftiere, du hast viel schönere. Das gehen wir wieder zurück, okay? Frau Meißner. Dankeschön, aber den brauchen wir nicht. Also, Nele, kommst du noch mal kurz mit? Ja. Geh doch noch mal kurz spielen, ich hol dich dann, ja? Okay. Sie hat sich so gefreut. Ja. Frau Meißner, ich glaub's nicht. Was ist denn das jetzt für eine Reaktion gewesen vor dem Kind? Das war doch lieb gemeint mit dem Stofftier. Geben Sie doch Ihren Ex-Mann eine Chance. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass das gut gelaufen ist. Tina, ich kann ja verstehen, dass du noch sauer auf mich bist. Ich war in der Vergangenheit nicht immer korrekt zu dir. Nur ich habe mich echt geändert. Ich bin nicht mehr der gleiche Armin wie früher. Aber ich finde toll, wie du mit meiner Tochter umgehst. Das ist ein tolles Mädchen. Sag mal, was spielst du eigentlich für ein mieses Spiel hier, Armin? Das ist doch einfach wieder nur irgendeine Masche von dir. Aber ich kenne dich gut genug, um das beurteilen und erkennen zu können. Das Problem an der Sache ist, dass das Jugendamt darauf voll reinfällt. Aber ich nicht mehr. Und wenn du Nele wirklich lieben würdest, dann tu mir einfach den Gefallen und bleibe fern von ihr. Frau Meißner, bitte, bitte keinen Streit. Nicht jetzt, nicht hier. Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, ganz ehrlich. Das finde ich allerdings auch total unpassend. Also ich muss Ihnen auch wirklich sagen, ich habe heute noch Termine. Also ich glaube, wir lassen es für euch gut sein. Ne? Ich werde die Kleine jetzt erstmal herholen. Nele? Magst du wieder kommen? Ich wollte mich nur kurz verabschieden von dir. Wir sehen uns dann nächste Woche, ja? Mhm. Hat Spaß gemacht. Ja. Frau Braun, wir hören voneinander. Wir bleiben in Verbindung. Frau Meißner. Na klar. Alles gut. Nele, war wirklich ein schöner Tag mit dir. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen und wieder so viel Spaß haben. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Und Schatz, erzähl mal, wie war's denn? Papa hat mir gesagt, dass wir nächstes Mal weit, weit wegfahren. Ups, das durfte ich ja gar nicht dir sagen. Ist nicht schlimm, mein Schatz. Frau Braun. Okay, okay, ja. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich werde sofort zu Frau Schulz Kontakt aufnehmen und das mit ihr diskutieren. Und ich verspreche Ihnen hoch und heilig, bis das nicht geklärt ist, findet hier nichts mehr statt. Haben Sie keine Sorge, ja? Und jetzt ziehen wir uns einfach an und gehen nach Hause, okay? Ja.